willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna. Ich nehme euch heute mit durch unseren Tag. Ja, als Familie mit 5 Kindern, mit Baby und ja, ansonsten 3 Schulkindern, einem Kindergartenkind. Wir haben einen ganz normalen Wochentag. Die Kinder sind schon weg. Also ich habe heute länger geschlafen, weil unser Jüngster, das Baby hat mich ausnahmsweise mal bis 7:30 schlafen lassen. Kommt fast nie vor. Und mein Mann war dann so gnädig und hat die Kinder alle weggebracht im Kindergarten und Schule. Da musste er sogar zweimal fahren, weil ja, die Älteste, die muss extra gebracht werden. Die, ja, danke dafür. Jedenfalls habe ich heute aber, bin ich super ausgeschlafen, kann ein bisschen was im Haushalt machen. Ich wollte heute auch noch die Adventskalender der Kinder backen und eventuell noch unseren Eingangsbereich auch mich dem widmen. Bevor es anfängt zu frieren, möchte ich draußen noch ein bisschen was schöner machen, also ein bisschen was neu streichen und putzen und so weiter. Also die Aktivitäten werden mir sicher nicht ausgehen. Ich nehme euch mit durch unseren Tag. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Und gestartet habe ich damit, das Bett neu zu beziehen oben. Quentin war auch mit dabei, um mich herum sozusagen, ist da herumgewuselt. Als ich mir das Video dann selbst nochmal angeschaut habe, da hat mich das ganz stark daran erinnert, an den Anfang meiner Zeit bei YouTube. Fast 3 Jahre her ist das schon. Und da war unser 4. Kind genau in dem Alter und war auch immer dabei, eins der ersten Videos. Da haben wir zusammen ein Bett bezogen sozusagen. Für mich schwer zu glauben, dass Quentin jetzt auch schon wieder so alt ist und krabbelt und für mich gefühlt war er erst gerade ein Neugeborenes. Und auch so wie damals ist das auch so ein Déjà-vu, dass die Kinder, wenn sie jetzt schon Beschäftigung brauchen und mobil sind, dass dann die alltäglichen Handgriffe immer doppelt so lang dauern. Deswegen mache ich das Bett auch nicht jeden Tag eigentlich. Die paar Minuten spare ich mir einfach. So oft habe ich das Schlafzimmer nicht im Blick, obwohl es in jedem Ratgeber steht, man soll organisiert in den Tag mit einem gemachten Bett starten. Ich mach's nicht. Was mich mehr stört, ist zum Beispiel ein unaufgeräumter Frühstückstisch oder überhaupt generell der Wohnbereich. Dem habe ich mich als nächstes schnell gewidmet. Und dann wollte ich auch noch die beiden Kinderzimmer, die wir im Erdgeschoss haben, saugen. Da versuche ich immer die Gelegenheit zu nutzen, solange sie aufgeräumt sind. Das machen unsere Kinder am Wochenende. Ja, dann meistens Montag. Es steht für mich Saugen am Programm, denn unser Saugroboter, den wir für das restliche Erdgeschoss verwenden, den kann ich da auch nicht reinlassen, weil er dann die ganzen Kleinteile, die üblicherweise am Boden liegen hier, dann fressen würde. Deswegen macht das meistens ich. Und mit dem Akkustaubsauger sind die beiden Zimmer ja auch schnell getan. Meistens sauge ich dann noch den Wohnzimmerteppich mit, wenn ansonsten der Wischroboter fährt oder macht die Treppe, wo auch der Roboter nicht hinkommt oder ähnliches. Was mir an unserem Modell von Nultenic gut gefällt, ist, dass man zum einen das Saugrohr knicken kann und somit gut unter Möbeln saugen kann und zum anderen hat es auch schon vorne eine integrierte kleine Bürste, damit kann man Möbel und irgendwelche Ecken gut saugen. Also der Akkustaubsauger, der Nultenic U16 Flex, das ist jetzt schon seit fast einem Jahr unser treuer Begleiter im Haushalt. Der ist wirklich super, ich habe auch den schon oft euch empfohlen und habe immer sehr, sehr positives Feedback bekommen von euch. Ganz viele Rückmeldungen, dass ihr mit dem auch sehr zufrieden seid und begeistert davon. Der Nultenic U16 Flex ist ein echter Allrounder. Der hat eine super gute Saugleistung und eine lange Akkulaufzeit. Also man kann 60 Minuten mit dem putzen. Er schafft wirklich alles mühelos, also auch Tierhaare und Steinchen und so weiter. Er hat auch ein fortschrittliches Filtersystem, also der hat irgendwie 6 Schichten, also für Feinstaub und für Allergene und so weiter. Und vorne hat er ein grünes Licht, das heißt, man sieht wirklich sehr, sehr gut, wo der Staub ist und wo man hin muss. Er hat außerdem auch noch einen Klappstiel, also er hat ein faltbares Rohr, womit man leicht unter Schränken oder Betten oder was auch immer saugen kann. Und man kann das Rohr abnehmen und hat dann gleich diesen kleinen Bürste, die man ausfahren kann für die Ecken und Möbel und so weiter. Ich finde das super, weil ich habe mir diese ganzen Aufsätze zum Draufgeben, die hole ich mir nicht her, wenn man einfach nur eine kleine Ecke oder irgendwo ein Möbel, wo man Staub drauf sieht, dann noch machen muss, dann ist es halt perfekt, dass diese Bürste gleich dabei ist und man die gleich ja, hin und her tauschen kann. Er hat 3 Saugstufen, er hat also ein Normalauto, das nehme ich normalerweise immer und dann hat er auch noch Power, im Power-Modus, also wenn es wirklich sehr, sehr schmutzig ist oder auch Eco, wenn man sehr viel saugen muss oder so, dann reicht der Akku länger. Und die Bürste, die ist so, dass sie so einen Anti-Verhedderungsmechanismus hat. Ich musste da noch nie tief irgendwie rausnehmen oder von den Haaren befreien oder so. Also die bleibt immer sauber. Das, was er aufsaugt, er hat einen Knopf und damit kann man ihn entleeren. Also man drückt den Knopf, es fällt alles raus in den Müll. Wirklich ohne noch mehr Müll zu verursachen oder zu stauben oder so, weil ich das oft gefragt werde. Also die Entleerung geht super einfach. Also das ist wirklich ein super gutes, durchdachtes Modell. Ich hatte schon viele durch. Ich bin mit ihm mega zufrieden und den gibt es zu einem unschlagbaren Preis. Also schaut es euch gerne an. Wie gesagt, alle Infos lasse ich euch in der Videobeschreibung. Ja, und eine Sache wollte ich heute noch machen, solange die Kinder noch in Kindergarten und Schule sind, nämlich den Adventskalender vielleicht anfangen zu backen. Ich bin nämlich dieses Jahr relativ früh dran, also es kommt selten vor, dass ich dann noch 2 Wochen oder länger
Zeit habe, bevor der Advent startet mit dem Adventskalender. Also bei uns ist es so, die Kinder, ich frage sie jedes Jahr, aber sie wünschen sich eigentlich immer einen selbstgemachten Adventskalender. Das mögen sie lieber als die gekauften, weil in den gekauften ist immer meistens etwas eher Gleichartiges drin, also nur Lego oder nur Essen, also nur Essen oder nur irgendeine bestimmte Schokoladenmarke oder so. Ich mische das natürlich und ich weiß auch, ich kenne ihre Vorlieben und so weiter. Das macht es aber nicht günstiger, muss ich sagen, obwohl die Adventskalender jetzt dieses Jahr auch schon richtig teuer sind. Also die, die man kaufen kann, die schönen, die kosten weit über 30 Euro teilweise. Aber das ist auch nur für mein Budget gewesen, so pro Kind 30 Euro und das sind 120 Euro. Das ist, damit kommt man eigentlich gar nicht weit. Ich habe auch nicht so genau geschaut. Ich habe zwar jetzt die Zettel mir übrig gelassen, die Kassenbons, und werde danach nachrechnen, aber ich glaube, es sieht ganz böse aus dieses Jahr. Ja, jedenfalls habe ich aber diesmal zwei Sachen gemacht, also zwei Dinge umgesetzt, die ich machen wollte. Zum einen wirklich relativ viel Essbares, weil um Kosten zu sparen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, damit die Kinder nicht so viel Kleinkram ansammeln, einfach. Ich finde, dass sie das gar nicht brauchen, dass das nur rumliegt und nur für sie auch wieder mühsam ist aufzuräumen. Sie können sich aber dann von den ganzen Sachen nicht trennen. Also es gibt keine kleinen Minifiguren oder irgendwas. Ich habe versucht, Verbrauchsartikel zu nehmen, wenn es nichts Essbares ist, wie zum Beispiel was für die Wanne oder so. Ansonsten mich wirklich zu beschränken. Das zweite ist, was ebenfalls auch ein bisschen kostensparend ist, ein bisschen minimalistischer weg von dem ganzen Materiell. Das ist, ich habe ein paar Ideen gehabt, also ein paar Aktivitäten überlegt. Da bekommen sie halt quasi diese Aktivitätenkärtchen rein und dann machen wir das an dem Tag oder vielleicht dann am nächsten Tag. Wie jetzt einen Weihnachtsfilm schauen, was zusammen backen, also sowas auf die Art. Das habe ich als Tipp aus den Kommentaren letztes Jahr mitgenommen, dass das auch eigentlich gut angenommen wird von den Kindern. Gemeinsame Erlebnisse schenken, das ist eben, ja, günstig und auch schön. Und ich will nicht so viele kleine Sachen kaufen, das ist einfach, ja, auch umweltbelastend. Und wir haben jetzt so viel weggeworfen, als wir den Keller ausgeräumt hatten nach dem Hochwasser. Und ich will nicht alles wieder zuräumen sozusagen. Ich will mich ein bisschen beschränken im Konsum. Jedenfalls zeige ich euch schnell, was ich gekauft habe. Ich hoffe, es sind wirklich 24 Sachen. Übrigens, dieses Jahr fiel es mir sehr einfach, den zu kaufen, also zu befüllen mit dieser Einstellung, denn ich musste mir nicht irgendwie kreativen kleinen Geschenke ausdenken, viele davon, die nicht zu teuer waren und auch nicht absoluter Plastikschrott oder so, sondern habe mich da wirklich auf eher so Verbrauchsgüter fokussiert. Ist trotzdem, glaube ich, sehr nett und abwechslungsreich geworden. Aber so auf die Kosten habe ich nicht so geschaut. Ich dachte, ja, da spare ich automatisch, aber dem war dann nicht so. Also was die Kosten betrifft, ich habe gerade gesehen, dass einer der Kassenbons, den ich hatte, der war von Spar, nicht von DM, wo ich eigentlich eingekauft hatte für die Adventskalender. Aber ich hab mit Bankomatkarte bezahlt, ich habe es in meiner App nachgeschaut und ich habe allein beim DM 120 Euro ausgegeben. Also ich war dort, ich habe aber auch noch andere Sachen gekauft, nicht nur für den Adventskalender. Ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich so rund 90 Euro oder so sind für den Teil von DM draufgegangen. Ich zeige euch gleich, was das ist. Und dann noch einmal 30 Euro bei Barco, das war dann der Rest. Also allein das sind schon 120 Euro, plus dann hatte ich aber auch noch online bestellt und das sind nochmal so 40 Euro. Also insgesamt hat das dann, also insgesamt schon 160 Euro, also definitiv über Budget. Aber ich zeige euch nochmal die ganzen Artikel und bei denen, wo ich den Preis weiß, sage ich Ihnen dazu. Also total positiv überrascht war ich von DM dieses Jahr. Ich war eigentlich nur dort, um ein paar Badeprodukte zu kaufen. Aber dieses Jahr haben sie total viel für Weihnachten, einzeln verpackte kleine Süßigkeiten, meistens in Bioqualität, total lieb gemacht oder kleine andere Geschenke. Also richtig toll, also gleich ein paar Aufsteller am Eingang entdeckt, wo ich voll zugegriffen habe. Ich sage mal, was es genau war. Also hier haben wir viermal Cashewnüsse in Schokolade mit Salzkaramell. Also praktisch kleine Tütchen sind das. Die gehen auch in jeden Adventskalender rein, von der Größe her, würde ich meinen. Und ja, voll im lieben Weihnachtsdesign. Dann haben wir nochmal Schokogranola, also einmal ein eigenes Müsli sozusagen für den Frühstückstisch für jeden. Viermal Lebkuchen, die lieben die Kinder auch sehr. Und gebrannte Nüsse mögen die auch sehr gerne. Und dann noch so kleine Schokoriegel, die habe ich aber aus dem normalen Regal. Darüber werden Sie sich sicher freuen. Also einmal mit Keksstückchen und einmal Himbeerjoghurt. Und dann hier, das war auch eben von dieser Weihnachtsecke, Eukalyptushonig. Also so kleine Einzelportionchen Honig. Lieben unsere Kinder total. Und dann hier gehen wir dann schon weiter zu den Sachen von Barco. Also da habe ich einmal diesen speziellen Kaugummi gekauft. Den gibt es bei uns jedes Jahr eigentlich nur einmal im Jahr und zwei im Adventskalender. Und die Kinder mögen ihn. Ähnlich ist
Quinn auch groß genug, dass er Kaugummi essen kann und ihn dann auch wieder ausspucken. Und hier einmal noch so Knistergum, also noch so ein kleine Kügelchen, die sich dann zu einem Kaugummi bilden. Und hier Zuckerstangen, das lieben unsere Kinder auch und fragen jedes Mal, ob sie das im Adventskalender haben können. Einmal so kleine Candy Necklaces, also so Halsketten essbar. Einmal Traubenzuckerlollis, so eine Geleepaste, so ein süß-saure, lustige Süßigkeiten quasi. Das war sozusagen mit der essbaren Ecke, aber es ist sowieso also relativ viel. Es ist eigentlich mehr als die Hälfte. Also 12 Sachen sind das jetzt schon. Ich versuche immer mindestens so die Hälfte Essen zu machen. Und hier, das ist auch technisch Essen, aber eigentlich auch schon eine gemeinsame Aktivität. Und so hier einmal Götterspeise, da habe ich zu viel genommen. Also eigentlich sind das 5 Stück hier. Aber ich wollte unbedingt noch das Kirsch dazu nehmen, weil damit man mehr Geschmacksvariation hat. Hier sind jeweils 2 Beutel drinnen mit Zitronen und Waldmeister. Das ist auch allein in der Zubereitung lustig schon. Einmal so Mini-Marshmallows, jeder kriegt eine Packung. Und die Kinder lieben das im Winter, Kakao mit Marshmallows und Sahnehäubchen zu machen. Und das machen wir nach gemeinsamen Aktivitäten draußen, Schneemann bauen, spazieren gehen und so weiter. Also das ist sozusagen so eine richtige kleine Tradition. Also diese Mini-Marshmallows, die lieben sie auch heiß. Ja, das war's aber auf jeden Fall mit dem Essbaren. Und hier haben wir noch was von DM, was ich mitgenommen habe. So kleine Make-up-Eier, also zum Verwischen von Make-up oder zum Auftragen. Unsere Älteste, die probiert gerne aus, also mit Make-up, die schaut sich irgendwelche Videotutorials an und macht dann zu Hause manchmal sich Make-up und die braucht da wieder was zum Nachfüllen sozusagen. Also bei ihr, die sind schon nicht mehr schön, die sie hat. Für die anderen 3 Kinder habe ich so kleine Schleime genommen als Schlüsselanhänger. Das können sie auch in den Rucksack geben oder so. Die Älteste ist wohl, glaube ich, dafür zu alt, deswegen hat sie was anderes bekommen. Dann hier diese Zauberhandtücher. Das sind so kleine Waschlappen. Die Kinder nehmen die gerne mit in die Badewanne oder einfach auch als Waschlappen verwenden. Wir haben ein paar, aber die sind schon alt oder sind schon aussortiert von mir. Die gab es auch von DM mit 3 verschiedenen Motiven und ganz süß weihnachtlich verpackt. Dann gibt es nochmal was für die Wanne und zwar insgesamt 3-mal. Und zwar einmal habe ich verschiedene Badesalze mitgenommen. Also die haben so um 1 Euro gekostet herum. Die hier, die waren auch je 1 Euro. Das sind sprudelnde Badebäumchen und Badesternchen, also auch mit Weihnachtsthema, außer das Einhorn. Die waren so um die 3 Euro, das waren so Badeüberraschungen, also Badekugeln mit Badeüberraschungen drinnen, 2-mal Dino, 1-mal Unterwasserwelt und hier 1-mal Einhorn-Thema. Auch wenn unsere Kinder jetzt schon nicht mehr klein sind, alle, aber alle freuen sich trotzdem noch, wenn diese Badeüberraschung zum Vorschein kommt. Ja, es ist ja nur eine Kleinigkeit. Und somit habe ich eigentlich wirklich nur eine Sache, die kein Verbrauchsartikel ist. Quentin hat auch schon die ganzen Sachen hier entdeckt. Ich dachte, ich mache das schnell, während er schläft, aber er schläft in letzter Zeit wirklich sehr, sehr kurz, nur immer nur 20 Minuten, da kann man nicht wirklich was machen. Ja, ich hoffe, er macht sich jetzt nicht um die restlichen Sachen her. Es rasselt, Quentin. Auf jeden Fall habe ich nur 2 Sachen eigentlich bisher, die kein Verbrauchsartikel sind oder nichts Essbares. Also einmal der Schleim und beziehungsweise dieses Make-up-Produkt und hier einmal solche kleinen Kratzbilder mit Weihnachtsmotiven. Das hat 7 Euro, glaube ich, gekostet, das Set. Ja, das sind sehr, sehr viele. Also da kriegt jeder ein paar. Wenn man das aufkratzt, dann kann man ganz schöne Motive selber machen. Die sind mit so einem vorgestanzten Loch und mit kleinen Schnüren dabei schon, dass man die an den Baum hängen kann. Wir haben dieses Jahr auch sehr, sehr wenig Weihnachtsschmuck, weil eben unser Weihnachtsschmuck war im Keller und alles bis auf eine Kiste wurde vom Hochwasser erwischt und wir mussten das entsorgen. Und hier haben wir das, was tatsächlich teuer war an meinem Online-Einkauf. Ich habe lange es mir durch den Kopf gehen lassen und mich dann doch dazu entschlossen, es zu nehmen. Das ist tatsächlich ein Dekoartikel, also doch was, was dann rumstehen wird, aber ich glaube, wir alle werden sehr viel Spaß damit haben. Und zwar sind das so kleine beleuchtete Häuschen, also dieses 4er-Set, das waren 15 Euro mit verschiedenen Motiven, also total hübsch gemacht. Da bekommt jeder ein Haus und dann am nächsten Tag bekommen sie das Zubehör. Das habe ich noch extra gekauft. Das sind so kleine Figuren, Rentiere, Straßenlaternen, Weihnachtsmänner, Tannen und ja, so Sitzbänke, kleine Seen. Und das hier waren nochmal 20 Euro. Also insgesamt hat das hier 35 Euro gekostet, relativ viel. Der Hintergrund dazu ist, dass immer wenn wir in Geschäfte gehen, wo es so kleine Weihnachtsdörfer gibt, so zur Deko, in Baumärkten ist es oft der Fall und so weiter zu Weihnachten, dann bleiben die Kinder dort wie angewurzelt stehen und schauen sich das ewig an. Natürlich sind die ganz toll, meistens sind es in irgendwelchen beweglichen Teilen oder so, irgendein kleiner Zug, der durchfährt oder so. Sie lieben es, diese kleinen Häuschen da anzuschauen und dieses Beleuchtete und so weiter.
Und ich dachte, wir machen uns ein eigenes Weihnachtsdorf. Das wird unser Start. Und nächstes Jahr bekommt jeder vielleicht ein zweites Häuschen oder noch irgendwie ein Zubehör. Und wir können das auf einem Regal machen oder auf einem Tablett oder so. Also irgendwo außer Reichweite von Quentin auf jeden Fall. Wir können dann noch kreativ sein. Also ob wir jetzt Watte drunter legen als Schneelandschaft oder irgendwas so Styropor basteln oder so eine Basis. Und dann mit so kleinen Treppchen, und dass die Häuser gut zur Geltung kommen, einen kleinen Wald machen und so weiter. Also ich glaube, das wird eine ganz, ganz tolle Aktivität und etwas, wie gesagt, womit man auch schön dekorieren kann, weihnachtlich mit den Kindern, und was man jedes Jahr so ein bisschen ausbauen kann. Ich liebe das auch, also ich liebe diese Weihnachtsdörfer auch, deswegen habe ich da einmal zugeschlagen und ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Also ich glaube, sie werden sich darüber freuen. Ja, dann haben wir dann sonst nur mal die Badehandtücher noch, aber die habe ich vorher vergessen. Aber sonst haben wir ja wirklich nur also sehr viel Essbares dieses Jahr. Und die drei Aktivitäten, die dann noch dazukommen, da will ich Ihnen einmal einen Adventsmarkt, also einen Gutschein für den Besuch eines Adventsmarkts, wo jeder sich irgendeine kleine Kleinigkeit dann aussuchen kann, vielleicht auch irgendeine Weihnachtskugel oder so, oder wie auch immer. Also jeder darf dann dort auch eine Kleinigkeit kaufen. Das möchte ich Ihnen schenken, weil es gibt dieses Jahr einen ganz tollen in der Nähe, den gibt es nicht jedes Jahr. Der zweite Gutschein wird dann der Weihnachtsring sein. Und eigentlich wollte ich auch noch einmal einen Gutschein reingeben, dass wir gemeinsam Weihnachtsdeko aussuchen gehen. Habe ich aber eigentlich ja schon so viel gekauft, dass das gar nicht mehr notwendig ist. Aber vielleicht werde ich noch eins der kleineren Süßigkeiten oder so austauschen, wie zum Beispiel diese Traubenzuckerlollis. Die kann ich ja aufbehalten für den nächsten Geburtstag oder so, also für die Gastgeschenke. Und dann gibt es eben den vierten Gutschein, und das wäre eben einmal gemeinsam Weihnachtskugeln aussuchen gehen. Also jeder darf sich eine Weihnachtskugel aussuchen, weil wie gesagt, wir haben sehr wenig Weihnachtsschmuck und wir müssen deswegen sowieso einmal los und was zusammen kaufen. Was ich jetzt gar nicht mehr ins Budget einrechne, sind nochmal 5 Euro für diese Sticker mit den Daten drauf. Also jeder bekommt so ein Blatt, da sind irgendwie so 10 Blätter drin oder so. Also das reicht dann auch für nächstes Jahr. Ja, da suchen sie dann immer die Säckchen. Die werde ich wiederverwenden, also da habe ich noch genug vom letzten Jahr. Die hängen wir an die Treppe, also nicht geordnet, das heißt, sie müssen richtig suchen. Da gibt es kleinere und größere hin, also ich habe 2 Sets gekauft und eben auch eine Schnur, um das Ganze zu befestigen. Also ich bin ein bisschen eskaliert, kann man sagen, bei meinem Adventskalender. Ich denke, so 180 Euro werden sicher gewesen sein, die ich insgesamt mit allem drum und dran, mit den Stickern, mit der Schnur und allem möglichen noch ja, da investiert habe. Wo wir außer Acht lassen, dass 2 der Gutscheine ja eigentlich auch noch Käufer beinhalten. Also einmal den Weihnachtsmarkt, einmal das Aussuchen des Weihnachtsschmucks. Aber gut, wir wollen mal nicht so sein. Ich freue mich nur, dass dieses Jahr Quentin noch keinen braucht. Nächstes Jahr gibt es das Ganze mal 5. Also schreibt sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das macht mit den Adventskalendern, bis zu welchem Jahr eure Kinder noch einen sozusagen bekommen, einen selbstgebastelten, oder ob überhaupt, ob ihr die eventuell irgendwie wiederverwendet oder so, die Sachen, die da drinnen sind. Also irgendwie jedes Jahr die gleichen kleinen Lego-Sets oder so, ob das auch eine Möglichkeit ist. Ich dachte, ja, ich werde, während Quentin schläft, vielleicht ein bisschen was packen, aber das wird nichts, das sehe ich schon. Also ich werde das alles wieder wegräumen und dann irgendwann am Abend machen. Das ist leider wirklich derzeit, wenn ich irgendwie ungestört länger als 20 Minuten etwas machen will, dann geht das nur abends. Abends habe ich leider auch nicht so viel Zeit, also ich muss ja eigentlich auch meinen Schlaf bekommen oder so. Aber ja, ich werde dann wieder eine Nachtschicht machen und dann hier diesen Adventskalender in die Säckchen packen und aufhängen. Also es ist ein richtig, richtig schöner Tag noch geworden. Die Kinder sind schon da. Und wir bekommen heute Nachmittag noch Besuch. Wir gehen so lange noch raus, also zumindest ich und Quinn, die anderen 2 machen noch Hausaufgaben. Ich schaue mal, ob Quentin vielleicht im Tagetuch einschläft, und dann mache ich noch das, was ich mit der Treppe vorhatte. Also diese Herbstdeko, die muss ich sowieso bald ersetzen. Aber solange sie hier noch steht, was wir auf jeden Fall nicht mehr brauchen, sind die ganzen Gummistiefel. Also die hatten wir nach dem Hochwasser, weil so viel Matsch im Garten war. Aber jetzt ist der Rasen schon sehr gut gewachsen. Ja, wir ziehen sie eigentlich überhaupt gar nicht mehr an. Wir haben aber auch schon das Wasser abgedreht draußen, sonst würde ich sie mit dem Gartenschlauch abwaschen. Oder werde ich jetzt irgendwas irgendwo Wasser einfüllen und die dann da reinstellen, damit ich sie dann drinnen irgendwo ablegen kann. Und das Zweite, was ich machen wollte, ist, wie gesagt, also solange es noch nicht friert und ich das noch neu anmalen kann, würde ich gerne das hier neu anmalen. Jetzt hat es nämlich bitter nötig, unser Handlauf hier. Den habe ich 1-2 Mal übermalt, obwohl man das ja nicht soll, also Farbe auf Farbe, man soll das ja alles abschleifen. Man sieht da die verschiedenen Farbschichten hier
Und drunter ist überhaupt gelb, also ursprünglich war das gelb. Und eigentlich müsste ich das jetzt alles abschleifen, aber nachdem das jetzt 700 Schichten sind, habe ich mir einen Abbeizer gekauft. Und ich hoffe, ja, chemisch geht es dann besser, dass er das dann alles weich macht, nicht, dass ich das irgendwie mit dem Spachtel abbekomme oder so. Und dann einmal so richtig übermalen kann, so wie man eigentlich sollte. Und es dann hoffentlich länger hält als ein Jahr. Dann habe ich erstmal die Stiefel in so eine große Wanne, die wir draußen haben, gestellt und heißes Wasser drauf gekippt und ein bisschen verdünnt noch. Dann ein bisschen abgeschrubbt und ich hoffe, wir brauchen die länger mal nicht und die können dann im Keller stehen bleiben. Obwohl unsere Kinder sich ja beschwert haben früher, dass Erwachsene keine Gummistiefel haben. Jetzt haben wir welche, bitte, aber ich hoffe, wir werden sie nicht unbedingt benötigen in nächster Zeit. Dann habe ich das mit dem Handlauf gemacht, mit dem Abbeizer und dann schon meine erste Schicht abgetragen und dann nochmal aufgetragen. Ja, das hat zuerst hat sich nicht durch alle Schichten gefressen, aber zum Schluss mehr oder weniger. So war das Endergebnis und ich musste doch noch mit der Schleifmaschine dann ran. Ja, es waren einfach zu viele Schichten, das hat es nicht alleine geschafft. Ich dachte, das wird mal so eine einfache Lösung, aber es ist ja immer schwieriger, als man denkt. Mein Mann hat auch gesagt, was machst du das jetzt? Wir haben andere Prioritäten. Aber ich finde, das ist irgendwie so der erste Eindruck, den man bekommt vom Haus. Also mich persönlich hat es jedes Mal gestört, wenn ich reingekommen bin. Deswegen, also ich dachte, ich mache das mal schnell, aber ein bisschen länger hat es dann doch gedauert. Ich habe den Rest am nächsten Tag dann fertig gemacht. Aber im Grunde genommen trotzdem nicht wahnsinnig lang, vielleicht 1 oder 2 Stunden insgesamt. Danach also muss ich auf jeden Fall aber noch die Treppe irgendwann putzen, weil der Abbeizer, der hat so gebröckelt runter. Aber der Handlauf selber ist, finde ich, wunderschön geworden. Und ja, jetzt gefällt es mir schon besser bei uns, der Eingangsbereich. Und ja, dann war schon Zeit fürs Abendessen. Es gab bei uns Schweinsfilet. Das gibt es nicht so oft, aber wir essen es sehr gerne. Und ich mache es in letzter Zeit nach dem Anbraten im Airfryer gar, weil man einfach, finde ich, die bessere Kontrolle drüber hat, wie dass es zart wird und dennoch gar. Aus dem Bratenfond habe ich mit ein bisschen Sahne und Sojasauce und einem Spritzer Ahornsirup noch Soße gemacht. Dazu gab es bei uns Brokkoli und Schupfnudeln. Und ja, das war schon unser Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mhm.